herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia 3. Goodbye, Deponia. Bye, bye. Naja, bisher haben wir es ja noch nicht geschafft, aus Deponia raus oder von Deponia wegzukommen. Na, vielleicht wird das jetzt unsere letzte Gelegenheit. Tja, wir haben ja gerade erst Gold wieder beisammen. Und jetzt müssen wir unbedingt auf dieses letzte Hochboot in Porta Fisco an der unteren Aufstiegsstation, damit wir mit ihr nach Elysium reisen können und die Sprengung Deponias verhindern können. Oder sollte es doch zur Sprengung kommen, wenigstens mit ihr und auf Elysium nach Utopia fliegen. Ja, das wäre Rufus wahrscheinlich das Liebste, was irgendwie passieren könnte. Naja. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass Rufus sich wieder einen ganz, ganz tollen und unfehlbaren Plan überlegt hat, mit dem es uns auf jeden Fall gelingen wird, nach Elysium zu kommen, oder? Oder was meinst du? Ja klar, und den schauen wir uns jetzt an. Okay, also nachdem wir jetzt irgendwie Goal anscheinend... eine Überdosis Sodiumamylat. Amytal. Irgendwie so. Irgendwas komisches. Ja, wir haben ja eine Überdosis verpasst und wurden in Rufus' persönliche Hölle katapultiert. Aber sie liebt Rufus. Oh. Immerhin. Ja. Aber jetzt müssen wir irgendwie diese Dinger hier austauschen, um Rufus da wieder rauszukriegen. Aber gucken wir uns jetzt mal die Anleitung an. Na prima. Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherungen die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, so dass er in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Aber was ist das, was das jetzt noch bringen soll? In einem Stück? Aber wir sind doch im ersten Durchlauf in einem Stück angekommen. Aber war der nicht nur verbrannt? So ein verbrannter Haufen? Ja, schon. Ja, ich weiß halt nicht so wirklich, was der Laser bringen soll. Dann mach mal die... Also ich meine... Das aufgetaut. Eis und die Säge ans Ende. Und Eis davor. Also Feuer meinetwegen am Anfang oder so. Ja, oder so. Was hab ich denn jetzt? Lass mal so machen. Was? Ich verstehe nicht, was der Laser bringt. Er lasert. Ja, aber wenn Rufus als Eisblock da durchfährt, muss er irgendwie aufgetaut werden. Kann der Laser ihn auftauen? Nee. Ja, vielleicht macht den Laser doch. Dann mach mal die Dings. Genau, und den Laser ans Ende. Ja, genau so. Also erst eins überbraten, ja. Dann verbrennen, dann einfrieren, dann sägen und dann lasen. Ja. Mann. Naja. Passiert ja nichts, sind ja eh schon in der Hölle. Ja, es gibt noch 18 andere Rufus. Rufen. Rufi. Rufi. Rufi, nichts an. Ja, da hätte ich auch keinen Bock, runterzuspringen. Ja, als ob du da reinspringen würdest. So, Knüppel. Aua. Oh. Oh, jetzt ist es an. Vor einer Asche. Oh, die wird sogar gesägt. Er klebt uns das zusammen? Ist das gar kein Laser? Ja, sah irgendwie aus wie Kleber, ne? Ja. Aber irgendwie... Also wir dürfen uns nicht erst verbrennen lassen. Logischer wird es trotzdem nicht. Dann... Also trotzdem erst einfrieren, also dann sägen. Erst einfrieren, dann oder sägen. Oder wann sägen? Ja, ich meine, dann muss er eingefroren sein, sonst wird er ja zersägt. Dann Feuer. Und die Keule? Erst eins überbraten und dann einfrieren, oder? Ja, genau, zum machen wir so. Ein überbraten. Erst eins überbraten, dann einfrieren, dann Säge, dann Feuer, dann Laser. Oder was immer das für ein Kleber ist oder so vielleicht. Ja, pfff.
Weil wir sind ja vielleicht. Also putzt er uns jetzt auch so, dann. Wie du gesagt hast? Ja. Sonst, wenn das jetzt nicht klappt, gucken wir uns mal den Tipp an. Vielleicht, vielleicht hilft er. Ja, so. Also Keule ist okay. Vielleicht dann einfrieren. Dann werden wir nicht zersägt. Oder vielleicht auch doch. Ja, vielleicht auch doch. Aber das klebt ja schon. Und jetzt nochmal kleben, bitte. Aber jetzt ist ja trotzdem nur so ein Haufen. Hä? Ja, vielleicht wann, brauchen wir den Tipp. Dann, wir brauchen den Tipp. Ja, ich verstehe halt nicht, wann man sich. Wann man das. Also, ich weiß noch nicht, wie man sich vor dem Feuer schützen soll. Ja, eben. Muss man dann hier aufs Ausrufezeichen? Ja. Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Also doch erst. Also muss der Laser und das Feuer jetzt noch tauschen. So? Ja. Ja, das war tauschen. Und die Keule muss zuerst, weil sonst macht sie uns ja als Eisblock kaputt. Und dann haben wir halt ein blaues Auge und dann ist das so. Irgendwie so. Ja, den Tipp, das haben wir ja eben gerade schon rausgefunden, was. Dass uns das zusammenklebt, ja. Na, mal kicken. Also, Kloppe. Eis. Säg, säg. Aber wir sind ja fest, also zusammenkleben. Und dann auftauen. Nee. Dann alles um einen nach links verschieben und die Keule ans Ende machen. Vielleicht klopft die uns dann ab. Ach so. Haben wir jetzt einfrieren, ja. Sägen, lasen, auftauen, abklopfen, ja. Irgendwie. Oder nochmal ganz grausam sein und Rufus einfach als erstes direkt zersägen. Haben wir ja noch nicht gesehen. Könnte ein Achievement geben. Zack. Schibbesinn. Zusammenkleben wieder bitte. Auftauen. Und abklopfen. Ha! Yeah! Geh einfach raus. Oh, die können wir mitnehmen. Oh, er hat schlechte Laune. Können wir noch mehr mitnehmen, ne? Nee, was? Zum Licht gehen. Ja. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Kannst du mal Gewürzgurken zaubern oder so? Ich hab voll Hunger auf Gewürzgurken gerade. Mit Mayo? Mayo? Remoulade? Eiweiß? Hä? Was zur Hölle? Fett? Wasser? Mineralstoffe, Kohlenhydrate, mysteriöse sechste Anzeige. Sollen wir uns jetzt einen Menschen bauen daraus? Oh, da ist noch eine Schüssel. Ich meine ein Trichter. Rufus, hör auf, hier rumzugrummeln und rumzugrunzen. Du musst lustige Sachen sagen, ein paar Karlauer raushauen. Aber wir können es ja nur angucken. Wir müssen erstmal nach hinten gehen, wa? Ja. Hey, du! Wer? Oh, da oben ist er. Stehen. Das ist der Tod. Ich verlange Antworten! So ein Mist! Wo sind wir denn hier? Eine Ölflasche. Oh, fett. Und Oliven. Noch mehr Fett. Ein Sack Reis.
Bonesack. Gin ja, Bob. Zack, rein. Einfach einstecken. Oh, da ist noch was. Die Tür. Das ist ein Kühlschrank oder was? Auch das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Genau, Schlossknacker Rufus kommt da immer durch. Was? Hä? Huh? Grüne Flamme. Was soll ich damit? Reines Leergut. Tja, pff. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Ja, dann schmeiß halt Oliven rein. Echt mal, Rufus. Ein Ölpresso. Was war nochmal grüne Flamme, Barium? Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Hä? Warum soll man das nicht in die Ölflasche tun? Naja. Grün? Ach, ich, Flammenfärbung. Bah. Ist nicht gut. Ja, dann musst du das vielleicht in die Dinger tun jetzt, oder was? Haha, gute Idee. Keine Tür dieser Angst. Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Ah. Hey, hallo, ich soll das Versteckspiel. Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon voranging. Was? Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Oh, deswegen genau. Sind alle gleich. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Hey. Könntest du kurz... Okay, dann mach mal kurz. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh.
Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Ah, ja. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Wow. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exaktokowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert. Aber der Rest stimmt. Das Gen zum Dazulernen. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Oh, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige. Jetzt, was war das gerade interessant wurde, ne? Nicht so wichtig. Voll fies. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Podia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter? Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf.